Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Rohstoffmonitor. Mein Gast heute ist Sven Weißenhaus, Chefredakteur des Börsennewsletters Geldanlagebrief. Herr Weißenhaus, nach den doch sehr deutlichen Verlusten im letzten Jahr hat sich der Goldkurs zuletzt wieder etwas erholt. Was meinen Sie, wie könnte es nun weitergehen? Ist die Bodenbildung abgeschlossen und wie sollten sich Anleger vor diesem Hintergrund jetzt positionieren? Ja, schönen guten Tag. Ja, der Goldpreis hat durch die Erholung inzwischen auch meine Erwartung von Kursen oberhalb von 1250 US-Dollar erreicht. Und gleichzeitig dabei ein Kursziel aus der Tagetrendanalyse bei 1265 US-Dollar angesteuert. Die Tagetrendmethode ist eine spezielle Technik der Chartanalyse und nach dieser Methode lag bei 1265 US-Dollar ein Kreuzwiderstand vor, beziehungsweise liegt da immer noch. Das heißt, erst wenn der Kurs diesen Kreuzwiderstand nachhaltig knacken kann, ist weiteres Potenzial nach oben vorhanden. Und dann wäre auch ohne größere Widerstände sogar ein Erreichen von 1300 US-Dollar zunächst möglich. Dort würden dann erstmal die Karten neu gemischt. Jetzt befindet sich ja Gold allerdings gerade erst an dieser Marke und es scheint auch so zu sein, dass der Preis wieder nach unten abdreht. Dann könnte sich damit das vorläufige Ende der Gegenbewegung andeuten. Allerdings richtig bearish wird es erst, wenn der Kurs unter 1231 US-Dollar fällt. Da lag das letzte Tief und dann wäre auch noch, also sollte das passieren, ein weiterer Rutsch bis auf 1180 US-Dollar möglich. Ja, dort lagen zwei markante Tiefs, da wird es dann sich ebenfalls entscheiden. Also ich würde zunächst abwarten als Tipp an die Anleger, wie sich der Goldpreis jetzt aktuell an der 1265er Marke weiter verhält. Heute Abend findet ja auch nochmal eine US-Notenbank-Sitzung statt. Wenn dort die weitere Reduzierung der Anleihenkäufe verkündet wird und Gold nicht stärker fällt, was ja in der Vergangenheit der Fall war, dass Gold immer negativ reagiert hat, sollte das also dieses Mal nicht der Fall sein, dann ist das ein Anzeichen für Stärke und dann könnte sich die Aufwärtstendenz auch fortsetzen. Aber erstmal abwarten, was aus den 1265 Punkten wird. Schauen wir noch auf den Silberpreis. Der hat sich in der letzten Woche ja mal nicht analog zum Goldpreis entwickelt. Während der Goldpreis ja leicht angestiegen ist, verlor das Silber im Vergleich zur Vorwoche etwa 2%. Was belastet den Silberpreis denn derzeit und zieht es vielleicht auch bald wieder an? Ja, das ist durchaus interessant. Das stimmt, dass Silber sich deutlich schwächer zeigt als Gold. Also ich hatte für den Silberpreis in der Vergangenheit stets eine Prognose abgegeben, dass sich der Preis so zwischen 18,50 Dollar und 25 bis 26 US-Dollar bewegen wird. Seit Mitte des vergangenen Jahres predige ich diese Range bereits und bislang hat sich der Kurs zumindest hervorragend dran gehalten. Also ich sehe es weiterhin erst kritisch, wenn der Kurs nach unten hin aus dieser Seitwärtsrange rausfällt. Das sieht allerdings im Moment ja tatsächlich bedenklich aus. Also diese enorme Schwäche des Silberpreises könnte eben dazu führen, dass wenn jetzt Gold auch wieder nachgibt, dass Silber dann sogar aus dieser Range nach unten hin rausfällt. Also weder von der Schwäche vom Aktienmarkt noch vom anziehenden Goldpreis konnte Silber profitieren. Und nichtsdestotrotz muss man schon sagen, wenn ich noch gar nicht in Silber investiert wäre, dann würde ich trotzdem noch auf aktuellem Niveau kaufen. Wenn ich allerdings ordentliche Bestände im Depot habe, dann müsste ich jetzt tatsächlich vorsichtig sein, weil wir einfach überhaupt keine Anzeichen von Stärke im Markt sehen. Ich weiß nicht genau, woher es kommt. Also fundamentale Gründe gibt es dafür eigentlich jetzt so direkt nicht. Es ist aber letztendlich eine Strategie für Trader, so kurzfristig jetzt zu agieren. Für langfristige Investoren ist der aktuelle Kurs definitiv attraktiv. Selbst wenn es in näherer Zukunft noch mal weiter nach unten gehen sollte, für langfristige Investoren glaube ich, dass das aktuelle Niveau Kaufkurse sind und wir über kurz oder lang definitiv noch mal höhere Kurse sehen werden. Am Ölmarkt gab es ja zu Beginn der Woche die Sorge, dass jüngste Rückschläge an den Märkten der Schwellenländer die Nachfrage nach Rohöl bremsen könnten. Sind Sie denn aktuell eher bullish oder bearish für den Ölpreis eingestellt? Ja, eigentlich beides nicht so recht. Und zwar gibt es für mich eine bestimmte Strategie, die ich aktuell verfolge. Ähnlich wie beim Silberpreis, in dem ich halt eine Seitwärtsrange sehe, sehe ich genau das Gleiche auch für die beiden Ölpreise. Und daher wiederhole ich auch immer aktuell diese Strategie für Trader, denn die OPEC hat einen Zielpreis von 100 US-Dollar angesprochen, beziehungsweise ausgesprochen. Und der US-Ölpreis der Sorte WTI notiert aktuell unterhalb dieser Marke und die Nordseesorte brennt deutlich über 100 US-Dollar. Entsprechend sollte man also auf einen steigenden WTI-Preis und gleichzeitig einen fallenden Brennpreis setzen.
Und da kann ich auch genauere Marken nennen. Seit August 2013 verfolge ich bereits im Brent-Preis eine Range von 113 bis ca. $104,50, in der wir immer Short gehen, wenn der Kurs angestiegen ist. Gleichzeitig sehe ich bei der Sorte WTI eine Range von 90, 92 bis hoch auf $99, in der wir immer Long gehen, wenn der untere Bereich angesteuert wird. Und das hat bislang auch ganz gut funktioniert. Wir hatten erst am 22. Januar bei einem Anstieg von 92 auf $96 knapp 34% Kursgewinn innerhalb von nur 14 Tagen erwirtschaftet. Also da ist auch durchaus höhere Dynamik drin im Markt, sodass sich eben dieses sehr kurzfristige Trading auch sehr schön lohnt. Also von daher mein Tipp beim Ölpreis, WTI bei Kursen möglichst weit unter $100 kaufen und Brent bei Kursen um $112 verkaufen, jeweils mit Kursziel $100. Ja, dann sage ich ganz herzlichen Dank, Sven Weißenhaus, für Ihre Einschätzungen und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Das war's auch schon wieder mit dem Rohstoffmonitor für diese Woche. Liebe Zuschauer, anschauen können sich die Sendung natürlich nochmals im Internet unter www.drf.fm. Ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche an dieser Stelle wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, auf Wiedersehen.